Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, ihr habt wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen. Heute wird es darum gehen, dass wir uns eine kleine Zuchtstation bauen für die Soldatenfliege. Damit wir damit Soldatenfliegenlarven züchten können und die dann quasi als Fischmehlersatz an unsere Fische verfüttern können. Die Soldatenfliegenlarve nennt sich auf Lateinisch Hemetia illucens. Im weiteren Verlauf werde ich sie einfach nur Hemetia nennen. Es ist einfacher. Wie ihr seht, ich war fleißig shoppen, habe mir ein paar Sachen bestellt, ein paar Sachen direkt im Baumarkt geholt. Hier in dem Karton müsste so eine Klimabox drin sein. Die nutzen manche, um Pflanzen vorzuziehen. Hier in meinem Fall wird die komplette Zucht da drin in dieser Klimabox stattfinden und dafür werde ich erstmal mal aufbauen. Doch, schön große Box. Ich kann mich hier drin nicht gut aufhalten. Aber den Karton brauchen wir auch. Werde ich gleich sehen. Und weiter geht's. Moin. So, ich hab's geschafft. Das Ding steht. Der Trick an der Sache ist, man muss diese Reißverschlüsse komplett aufmachen. Kann ich jetzt eigentlich voll einfach. So, das Ding steht jetzt. So, dann baue ich hier fix nochmal eine Lampe rein, damit sie doch ein bisschen heller ist, dass ihr ein bisschen mehr was seht von. Da ist die Lampe. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Vielleicht stelle ich noch einmal das andere Licht ein bisschen um, dass es ja noch wieder reinleuchtet. Und dann geht's weiter. Der nächste Schritt ist jetzt, ich habe hier so ein Schwerlastregal besorgt. Das ist auch wirklich schwer. Ich glaube, deswegen heißt das so. Das kommt jetzt hier reingebaut. Das wäre jetzt insgesamt hier vorne zwei Ebenen, hinten zwei Ebenen. Da kommen dann diese Boxen rein und da sollen die Larven rein. Meine Idee war nämlich, unten stehen die Larven. Die Larven produzieren Wärme. Wärme wiederum brauchen die Fliegen. Hier oben sollen so ein Netzgehege aufgebaut werden und da sollen die Soldatenfliegen drin sein. Die Soldatenfliegen brauchen Wärme und Feuchtigkeit und Licht. Licht haben wir schon. Wärme hoffe ich mir dann einmal ein bisschen durch die Lampe. Ja, die wird ein bisschen warm. Und dann hoffe ich mir auch, dass die Maden so viel Wärme abgeben, dass sich quasi der ganze Raum so ein bisschen aufheizt. Und die Fliegen es hier warm genug hier oben haben. Warme Luft steigt ja bekanntlich nach oben. Und so habe ich mir das gedacht. Ob es dann funktioniert, werden wir dann später sehen. Gleichzeitig habe ich auch überlegt, dass so die Lüftung funktionieren wird. Die warme Luft steigt ja von unten nach oben. Kann hier oben entweichen und dadurch, dass die warme Luft dann nach oben entweicht, war so meine Idee, dass hier unten die kühlere Luft von außen dann wieder nachströmt automatisch. Ich hoffe mal, das wird funktionieren. Ich habe mir auch so einen Temperaturfühler von Mobile Alerts. Das verwende ich auch für den Koi-Teich, da kann ich auch mal die Temperatur überwachen. Hier habe ich jetzt aber zweimal Temperatur und einmal Luftfeuchtigkeit. Temperatur und Luftfeuchtigkeit will ich einmal hier oben bei den Fliegen messen und einmal mit dem Kabelsensor unten bei den Maden in den Boxen. Und so hoffe ich mir, das ein bisschen überwachen zu können und auch ein wenig steuern zu können. Links zu den Artikeln packe ich unten einmal in die Beschreibung rein. Ich finde die Dinger ziemlich geil, benutze ich es auch schon länger bei den Kois. Es ist kein Produktplacement, ich kriege dafür kein Geld. Aber wie gesagt, ich finde die mega gut. Man kriegt dann Benachrichtigungen auf Handy, kann man alle 7 Minuten für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit aktualisiert. Man weiß immer Bescheid, was gerade Sache ist. Und man kann auch Alarmwerte vorgeben. Sprich, wenn zu warm, zu kalt, zu hohe, zu niedrige Luftfeuchtigkeit, kriegt man eine Push-Benachrichtigung aufs Handy und kann dann einschreiten. So, aber jetzt geht's weiter mit dem Schwerlastregal. Nummer 2 ist dann auch fertig. Und wie man sieht, hat man jetzt hier genügend Platz für insgesamt 8 Boxen. Bis jetzt habe ich nur 2. So eine Box kostet 12 Euro. Ist lebensmittelecht. Und deswegen
muss ich mir noch ein paar mehr besorgen. Aber das kommt nach und nach. Die Fliegen müssen sich ja auch erstmal reproduzieren. Nächste Teilaufgabe wird, hier oben einmal das Netzgehege aufbauen, wo dann die Fliegen drin rumfliegen können, sich paaren können. Das hier. Ein Netzgehege bauen, wo dann die Fliegen drin rumfliegen können. Und das machen wir mal eben. So Leute, das Netzgehege ist soweit fertig. Das überflüssige Material, was hier noch so war, das habe ich ja immer aufgerollt. Hier habe ich mir so eine kleine Schleife reingemacht. Zack, auf. Kann man hier reingreifen. Bei den Fliegen muss man täglich einmal so ein bisschen einsprühen. Die Fliegen selber, die fressen nichts. Die nehmen nur Flüssigkeit auf. Deswegen muss man hier drin so ein bisschen rumsprühen. Kann man halt sogar bearbeiten. Dafür ist das so gedacht, die Öffnung. Kann man hier ganz einfach dann wieder zumachen, Schleife drum und fertig. So, dann hätten wir das soweit auch fertig. Dann würde ich sagen, hängen wir jetzt einmal den Temperaturfühler auf. So sieht das gute Stück aus. Einmal Batterien rein. So, dann haben wir hier den Temperaturfühler. Das muss hier drinnen einmal eingestöpselt werden. Und jetzt habe ich dann das auch schon an. 20,8 Grad und 75% Luftfeuchtigkeit. 20,1, 21,0 steigt jetzt ziemlich schnell. Sollte sich jetzt mit dem Gateway verbinden, was mit einem Router angeschlossen ist. Und dann sollte das dann, wenn ich den eingescannt habe auf meinem Handy, mir die Daten auch aufs Handy schicken. Hier hinten ist so ein Code drauf, den kann man einmal einscannen. Das mache ich einmal fix. Übersicht. Neuen Sensor hinzufügen. Einmal einscannen. Zack. Hat er erkannt. Hier oben sieht man es einmal, Temperatur vom Koi-Teich. Hier Kabelsensor ist im Wasser, 18,4 Grad. Das andere ist im Filterkeller, 14,6 Grad. Hier drunter ist jetzt der neue Sensor. Der zeigt einmal direkt am Gerät 21,6 Grad an, 70% Luftfeuchtigkeit und in der Kabelsonde 19,5 Grad. So, und das Ding verbauen wir jetzt eben. Vielleicht nicht direkt unter die Lampe, da muss ein bisschen wärmer sein. So. Und das Ding reicht bis in die Box. Ich habe hier noch so Kunstpflanzen besorgt. Die wollte ich da eigentlich auch noch mit reinhängen, damit die Fliegen so ein bisschen eine Möglichkeit haben, sie irgendwo festzuhalten, hinzusetzen, dass sie nicht nur das Netz haben. Mal schauen, wie das funktioniert. So weit, so gut ist jetzt eigentlich erstmal alles fertig. Ich hoffe, das Licht wird ausreichen, weil die Fliegen brauchen immer relativ viel Licht, damit die sich paaren. Das muss man dann einmal beobachten, notfalls muss man dann nochmal eine zweite Lampe einbauen. Ich werde mir noch einen kleinen Zwischenzähler besorgen, den ich nochmal dazwischen hängen werde. Und dann werde ich euch auch auf dem Laufenden halten, was das Ding so an Strom verbrät. Soweit steht jetzt hier unsere kleine Zuchtstation. Ich bin gespannt, ob das so funktionieren wird. Die Larven hier unten so viel Wärme produzieren werden, dass es die Fliegen hier oben warm genug haben. Wir haben ja auch hier unseren Temperaturfühler überall drin, unsere Luftfeuchtigkeitssensoren, da können wir dann alles schön beobachten. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie das hier alles funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet, wenn ihr keine weiteren Videos allgemein auf dem Kanal verpassen wollt und auch nicht hier zu unserem Projekt die Hemedia-Zucht. Dann abonniert doch den Kanal, aktiviert einmal die Glocke und immer wenn ein neues Video kommt, seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.